Hi Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade am wunderschönen Rheinzollhafen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Könnte vielleicht ein bisschen cringe werden, weil hier sind super viele Leute und die gucken mich alle schon so ein bisschen an, aber ist mir gerade egal. Ich habe auch gerade nur meine Handykamera am Start, also verzeiht mir bitte ein bisschen die Qualität. Ich versuche hier schon mega in den Helm reinzuschreien, aber Alter, ich habe gerade wieder eine Runde gedreht und ich dachte, ich muss jetzt einfach mal ein kleines Lookaround machen mit dem Motorrad. Das ist noch nicht das Vergleichsvideo mit der RR und der Panigale, aber ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein paar Detail-Shots, stelle euch das Motorrad schon mal ein bisschen vor, weil, Alter, es ist einfach so geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich draufsetze. Ich meine, es ist zwar erst Tag 3, aber trotzdem, es ist einfach, das ist einfach eine italienische Schönheit. Boah, ey, ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist einfach so, so schön. Ich würde sagen, ich drehe euch jetzt gleich einfach mal um, versuche das alles hier so ein bisschen als One-Take einfach zu machen. Genau, also verzeiht mir, falls hier irgendwas cringe wird oder ich mich verhaspel, sorry dafür schon mal und ja, jetzt geht's los. Tada! Alter, da weiß man einfach gar nicht, wo man anfangen soll. Also zunächst mal, das Rot sehe ich hier auf dem Display, das sieht schon relativ geil aus, aber in echt sieht es echt nochmal geiler aus. Das ist einfach so ein richtig unverkennbares Rot und Alter, die schreit einfach nach, fahr mich, ich bin eine Signalfarbe, ich will gefahren werden. Alter, das ist einfach so krank und ihr wisst, ich bin normalerweise All Black Fan, ich habe mein schwarzes Motorrad geliebt, ich liebe die ERR immer noch und ich hatte auch immer gesagt, wenn ich mal eine Ducati fahre, dann werde ich die auf jeden Fall schwarz machen, aber jetzt, wo ich sie hier so mal vor mir sehe, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht hat man sich irgendwann mal satt gesehen, dann denkt man, komm, ich mach mal was Neues. Aber Leute, die hier für den All-Black-Style seid, ich habe ja immer noch die ERR, aber verzeiht mir, wenn ich die vielleicht jetzt erstmal rot lasse, weil das ist einfach, ich finde auch, das passt einfach zu Ducati. Das muss so sein, weil das ist irgendwie so wie Ferrari, das gehört sich irgendwie auch rot und ja, da will man nicht die Tradition brechen. Genau, ihr habt schon gesehen, ich habe hier erstmal dezent meinen Namen drauf geklatscht. Das natürlich auch auf beide Seiten. So ein bisschen auch natürlich Werbung in eigener Sache, falls man mal an der Ampel steht oder irgendwo beim Motorradtreffen ist. Ansonsten, ich habe jetzt gar nicht so die Fakten am Start. Das würde ich mir ein bisschen noch fürs Vergleichsvideo aufheben, wenn ich das mal mache zwischen der RR und der Panigale. Das wollte ich vielleicht jetzt irgendwie so am Wochenende mal machen. Genau, mal so grob. Die hat 214 PS, 1100 Kubik. Big und wiegt nicht mal 200 Kilo. Ich hätte nicht gedacht, dass die paar PS noch mal so einen krassen Unterschied ausmachen, aber ich habe echt Respekt vor der. Ich meine, die RR, die hat auch knapp 200 PS, aber hier, die hat echt noch mal mehr Bums. Ich konnte zwar noch nicht so richtig fahren, weil, vielleicht seht ihr das, ich habe hier den Diablo Super Corsa von Pirelli drauf und der braucht echt Temperatur. Der muss richtig warm sein, damit der greift. Ich habe auf der RR den Diablo Corsa Rosso 2, der ist noch mal ein bisschen mehr so Richtung Landstraße geeignet und hier der gehört eigentlich auf die Rennstrecke. Deshalb, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen vorsichtig. Ich merke das auch bei den Temperaturen. Sobald man ein bisschen runter geht, hat man da einfach noch nicht den Grip und ich will einfach es vermeiden, dass ich dieses Motorrad jetzt direkt gegen die Wand bretter. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Highlight, wenn man sie anmacht. Einfach so dieses Ducati-Zeichen alleine und dann, Alter, das ist so geil, die sieht so böse aus, das ist so böse mit diesen LEDs vorne und dann auch die LEDs hier hinten. Tschüss. Junge, 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 das ist einfach geil, das ist einfach geil. Ja, ich weiß, ich habe die auch hochgeladen und direkt hieß es, ja, der Nummernschildhalter muss direkt ab, da muss eine andere Auspuffanlage drauf, mach die schwarz, pipapo. Alter, für mich ist gerade eine Traumerfüllung gegangen und ich lasse die jetzt einfach erstmal so, wie es ist, weil ich liebe das Motorrad. Jeder kann sein Motorrad so gestalten, wie er möchte. Ich feiere das Bike jetzt gerade einfach so extrem und ja, von daher, verzeiht es mir also bitte, wenn ich da jetzt nicht direkt auf alle Wünsche eingehe. Ich muss erstmal gucken, dass ich auf dieses Motorrad klarkomme. Und sobald das dann der Fall ist, werde ich dann auf jeden Fall auch mal versuchen, das ein oder andere zu ändern. Aber gerade bin ich einfach nur happy, so wie sie ist. So, ansonsten, ja, das finde ich halt auch das Geile an Ducati. Die hat direkt ein Öl ins Fahrwerk drin. Das heißt, du musst da nicht noch groß, ich mache die mal besser wieder aus, weil ich habe immer so besser das Gefühl, die Batterie ist noch nicht so ganz hundertprozentig voll. Genau,
vorne natürlich auch Brembo Bremsbeläge und ja, das ist einfach direkt Ausstattung vom Feinsten. Bremsen oder Kupplungshebel auch schon mega geil. Falls wir sie mal schwarz machen sollten, dann müsste man die zumindest nicht mehr austauschen. Und ja, das ist einfach, der Motor ist sozusagen der Rahmen. Das Bike hat keinen fucking Rahmen. Das ist so geil. Das besteht einfach nur aus Motor, Reifen und ein bisschen Plastik drumherum. Das ist einfach, das ist echt Endstufe. Das ist wirklich Motorkunst vom Feinsten. Deshalb, das ist einfach auch hier, ey, ich finde das irgendwie so geil. Das ist irgendwie hier Alcantara. Ich weiß gar nicht, ist es Alcantara oder ist es nur Optik? Anyway, es sieht mega geil aus. Ja, ich werde dann, wenn ich das Vergleichsvideo mache, mir auf jeden Fall noch mehr Facts für euch aneignen und nicht, dass jetzt hier gleich direkt wieder ein Shitstorm losgeht, von wegen, ich würde euch irgendwas Falsches verraten. Auch ganz nice, der Auspuff kommt nämlich auf beiden Seiten raus. Das ist schon ziemlich geil und die ist echt nochmal einen guten Tacken lauter als meine Doppel-R und das hätte ich echt nicht gedacht, weil die RR, die hat auf jeden Fall schon gut Bums, aber das Baby, das ist echt nochmal eine andere Hausnummer. Und vielen, vielen Dank für euer mega geiles Feedback. Einfach, ich würde sagen, 99% der Kommentare waren einfach positiv. Ihr gönnt mir das Bike einfach von Herzen und das ist ja auch, da haben wir auch alle was von, weil ich werde euch versprechen, ich werde da richtig geilen Content mitmachen. Ich freue mich schon, wenn ich damit dann vielleicht auch irgendwann mal auf die Rennstrecke kann. Aber seht es mir nach, ich will das Motorrad echt noch ein bisschen kennenlernen. Wie gesagt, das ist einfach brachial. Der Gaszug, der ist so direkt, dass bei der RR war es vielleicht so, da kam die Leistung so konstant, aber die ist einfach direkt explosionsartig da. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Motorrad jetzt noch nicht so viel gefahren bin. Aber ja, von daher, da werde ich jetzt erstmal ein paar Kilometer schrubben, bevor ich mich dann damit auch auf die Landstraße traue. Aber es ist einfach geil. Allein noch diese Winglet. Da kannst du ein Spiegelei drauf braten. Das ist so groß. Das ist so geil, ey. Als ich das erste Mal diese Winglet auch bei anderen Motorrädern gesehen habe, dachte ich so, Alter, was soll das? Aber jetzt habe ich mich schon so dran gewöhnt. Ich könnte mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Und so wie die abgeht, die braucht die auch auf jeden Fall. Da ist einfach so Bums dahinter. Ja, sonst wird die abheben. Da kannst du mir fliegen auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, das war jetzt einfach so ein kleines Lookaround. Vielen Dank und genau, andere Videos werden folgen. Ciao, Kakao. Was mir gerade noch eingefallen ist, viele von euch hatten die Idee, und das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich geil, dass ich jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen mein Outfit an das neue Motorrad anpassen müsste. Also vielleicht so Richtung, dass ich hier den Alpinstar oder meinen bisherigen Denise-Anzug einfach schwarz für die RR lasse und da dann eigentlich für, könnt ihr die sehen? Genau, für die Schönheit dann eigentlich auch ein Ducati-Anzug her müsste. Ich fand das eine ziemlich geile Idee und Leute, ich werde das auf jeden Fall auch für euch umsetzen. Sprich, ich gönne mir dann jetzt auch noch einen passenden Ducati-Anzug. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das ankommen wird. Aber dann passt auf jeden Fall alles zusammen und ich glaube, das wird Bombe. Alter, dann einfach, das sieht so Bombe professionell aus. Ich habe schon mal ein bisschen im Internet geschaut und die Anzüge sind einfach mega geil von Ducati. Oder weiß ich nicht, aber vielleicht auf jeden Fall dann nicht komplett in schwarz und dann passt es auch. Bis später.